Neben mir steht jetzt Josef, der NBBL-Trainer. Erstmal Josef, Glückwunsch zum Aufstieg der NBBL. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über das Programm und wie habt ihr es am Ende dann geschafft? Also grundsätzlich eben eine Zusammenarbeit zwischen den Braves, die momentan noch keine eigene Jugend haben, Tusli, DBV Charlottenburg und Friedenau. Und gemeinsam versucht man eben eine Gruppe von 15, 16 talentierten Jungs zu finden, die in der U19-Nachwuchs-Bundesliga spielen. Letztes Jahr war es ja unglücklicherweise der Abstieg in die B-Gruppe. Ja, da haben wir es halt geschafft, im Laufe der Saison immer besser zu werden, Spiele zu gewinnen. Und am Schluss haben wir den Aufstieg geschafft und uns selbst mit den Playoffs belohnt. Am Ende 2-1 gegen Vechta ausgeschieden, aber stark gespielt. Auf jeden Fall, Glückwunsch. Und jetzt hat ja natürlich auch einer von deinen Spielern hier heute gespielt und richtig gute Minuten aufs Parkett gelegt, Jermaine Flagg. Wir haben ihn ja auch, sag ich mal, über die ganze Saison gesehen. Wie siehst du seine Entwicklung und wie stolz bist du? Also Jermaine kenne ich auch schon sehr, sehr lange, seit seiner JBWL-Zeit bei Hermsdorf. Richtig toll, wirklich richtig toll, vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren sind schon ganz, ganz große Sprünge passiert. Und mittlerweile sieht man in der U19-Liga, dass er einer der besseren Spieler ist, gar nicht mal so weit weg auch von den Nationalspielern. Das ist schon toll, bedeutet, hier wird vieles gut gemacht, dass die Jungs solche Entwicklung hinlegen. Wir hoffen natürlich, dass noch viele weitere Folgen werden. Jetzt aber mal zurück zum Spiel. Du hast es ja auch gesehen, hast wahrscheinlich auch das letzte Spiel gesehen. Da sind die Leute hier mit echt hängenden Köpfen rausgegangen. Wie wichtig ist so ein Bounceback-Sieg gerade hier in heimischer Halle in so einem Derby? Also es hilft natürlich, dass die Stimmung richtig gut war in der Halle. Der Anfang ging ja recht easy, zweistellig vorne. Ein bisschen mit der Umstellung zur Zone hat man etwas zu kämpfen gehabt. Aber die Mannschaft wollte es halt einfach mehr. Und am Ende sage ich immer, der Charakter, der zeigt sich. Und der Charakter wird sicherlich auch in den Playoffs eine wichtige Rolle spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Josef, vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst. Und noch weiteren Erfolg mit der NBBL. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder zum Heimspiel hier wieder in der Sömmeringhalle. Macht's gut. Ciao.